Herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial, wie man empfangene E-Mails bearbeiten kann. Ich befinde mich hier in Outlook 2016. Es funktioniert aber natürlich auch noch besser in der aktuellen Outlook-Version. Dort ist diese Funktionalität bereits besser integriert. Ich habe hier eine E-Mail bekommen, deren Betreff mir nicht besonders gefällt. Wenn ich versuche, im geöffneten E-Mail hier das zu ändern, geht gar nicht. Ich kann markieren, mit Empfang entfernen oder Rückschritt-Taste versuchen, hier das Betreff zu ändern. Es blinkt zwar der Cursor, aber es funktioniert nicht. Dasselbe ist es hier beim Text. Hier kann ich nur markieren, aber keine Bearbeitung vornehmen. Aber auch hier gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen. Ich schließe die E-Mail, um den Betreff zu bearbeiten. Wenn ich mich hier auf meine E-Mail begebe und zweimal hintereinander langsam klicke, wird das Betreff aktiviert und ich kann diese Betreffzeile selbst editieren und neu an meine Bedürfnisse anpassen. Wenn ich die E-Mail öffne, ist hier auch der Betreff entsprechend umgestellt. Für den Text ist es nicht ganz so einfach. Hier gibt es aber auch eine Möglichkeit. Und zwar kann man in der Symbolleiste für den Schnellzugriff eine kleine Anpassung vornehmen, indem man auf die weiteren Befehle geht und hier unter alle Befehle hineinklickt und auf N tippt auf der Tastatur. Damit springt er gleich in den Bereich für die Funktionen, die mit N beginnen, und hier gibt es den Punkt Nachricht bearbeiten. Den kann ich hier einfach als Punkt hinzufügen, auf OK gehen und ich bekomme hier dieses Kreissymbol angezeigt. Und wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich auch den Text hier bearbeiten. Und kann mir meine eigenen Anmerkungen hier noch dazu schreiben und alles verändern, was ich möchte. Wichtig, zum Schluss muss ich noch die E-Mail abspeichern und kann diese so bearbeitete E-Mail natürlich auch wieder an jede weitere Person weiterleiten, ohne dass diese Person eine Information bekommt, dass es sich hier um eine bearbeitete E-Mail handelt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.